Genau, und jetzt zeige ich dir mal was Neues. Ja. Hier haben wir unseren neuen Lichtschalter-Design in verschiedenen Farben. Farben, ja. Genau. Aber ich möchte dir das zeigen. Okay, was ist das? Du hast ja bei dir das System Create Home installiert. Ja. Und dazu haben wir jetzt was Neues von der Sensorik. Mhm. Du hast ja aktuell einen ganz normalen Schalter bei dir installiert. Und den könnte man jetzt durch eine Einheit ersetzen. Ah. Genau, und das passt in die gleiche Dose. Das heißt, einfach der alte Schalter raus. Also keine Arbeiten an der Wand, sondern ich kann das direkt da. Ah, das ist natürlich super interessant. Ja. Richtig. Also einfach kannst du das tauschen und kannst dann bis zu 12 Funktionen drauflegen. Das heißt, egal ob Licht, Jalousie oder auch eine Szene, das ist komplett egal, was du drauflegst. Okay, wie heißt das Ganze hier? Das heißt Busch Tenton. Busch Tenton. Richtig. Das heißt 12 Funktionen, also da ist nicht jetzt Licht an, Licht aus, Jalousie hoch, runter dabei, sondern kann ich dann, weil ich habe zu Hause auch so verschiedene Szenen, wie zum Beispiel, wenn wir morgens aufwachen, abends schlafen gehen, wenn wir Beamer im Wohnzimmer schauen, kann ich ganze Szenen fürs Haus darauf legen? Absolut. Du kannst alle Szenen drauflegen, du bist komplett flexibel. Egal, welche Funktion du in deinem Free at Home installiert hast, die kannst du da einfach drauf installieren. Ach, das ist natürlich sehr praktisch. Genau. Du zeigst immer auf den linken, bei den rechten, da sehe ich auch noch Displays, sind die zusätzlich? Da sehe ich zumindest schon Temperaturen und so drauf. Was hat das damit auf sich? Genau. Also es hat jeder einen Raumtemperaturfühler. Aha. Und hier siehst du bei dem Display nochmal die Temperatur oder auch den CO-Wert. Das heißt, wie ist die Luftqualität bei dir im Raum? Ja. Und das hat den Vorteil, wenn du einen mit Display nimmst. Okay, aber das ist natürlich sehr, sehr praktisch, weil wir haben so viele Funktionen. Ich benutze oft die App. Wenn ich die natürlich mit einem Tastendruck machen könnte und vor allem, ich kann an jeden Part gehen, wo ich sonst einen Schalter dran habe, das ist natürlich ganz clever. Genau, und das Einfache ist, einfach wechseln, drag and drop. Und ich muss auch nicht die großen nehmen. Ne? Ich kann auch die kleineren nehmen, wenn ich jetzt gar nicht so viele Funktionen in einem bestimmten Raum bräuchte oder in einem bestimmten Bereich vom Haus. Genau so ist es. Entweder du nimmst ein 12-fach oder ein 6-fach oder du nimmst, dass du 3 Funktionen draufsetzt. Also da bist du komplett flexibel. Das ist wirklich cool. Busch Tenton, das merke ich mir. Genau. Dankeschön. Dann lass uns doch mal weitergehen. Ich habe noch viele neue Sachen. Noch viele neue Sachen? Ja. Okay.